herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass es der Mittwoch ist. Gerade eben war es Freitag. Ja, dieses Mal habe ich euch ein Thema, das ein bisschen schwierig ist. Ach, schwierige Themen am Mittwoch oder am Freitag, immer mit Elena. Ja, also, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist bei euch, aber bei uns zurzeit fangen jetzt die Lockerungen an, wegen der Corona-Geschichte. Und wir haben jetzt Maskenpflicht, aber man darf jetzt schon als Haushalt mit einem zweiten Haushalt zusammen sein. Yay, wir können endlich Ostern nachfeiern. Disco-Party. Meine Mutter wollte heute schon die Schokolade alleine wegmampfen, nach dem Motto, wir wissen ja nicht, wann wir Ostern feiern können. Aber ab Montag können wir, also. Nichts mit Schokoladenmampfen, Mami. Dann sehe ich auch meine Großeltern wieder. Das Witzige ist, es hört sich jetzt so an, als ob ich sie sonst jede Woche besuche, aber eigentlich ist mein Abstand nicht anders als sonst. Egal. Da haben wir es wieder. Nun gut, also, sei es drum. Ich wollte euch was anderes erzählen. Nämlich dadurch, dass ja Corona gerade krassiert und wahrscheinlich immer noch krassiert. Ich bin mal gespannt, ob bis das Video da ist, ob ein Impfstoff da ist. Nee. Glaubst du nicht? Okay. Aber meine Mom hat zu mir zum Beispiel gesagt, den Impfstoff, den darf ich nicht nehmen. Da hat sie einfach entschieden, das darf ich nicht. Weil das würde mein Immunsystem kaputt machen. Weil man ja nicht weiß, was drin ist und ob ich es vertrage und so. Hab ich sie erstmal angezickt und habe gesagt, ich will jetzt wohl selbst entscheiden. Das ist ja wohl meine Entscheidung, wie ich das mache und überhaupt und sowieso. Und dann habe ich mit meiner zweiten Mom geredet, mit der Babette. Und die hat mir dann erzählt, das kann ich zwar machen, aber wenn ich das mache, dann ist es eine ewige Geschichte, wie bei der Grippeimpfung, dass man es praktisch jedes Jahr auffrischen muss, weil ja jedes Jahr neue Zellen und so gefunden werden. In der letzten Grippeimpfung, hat meine Mom mir erzählt, waren glaube ich so um die 20 Grippestämme drin, wo ich mir denke, boah, krass. Und deswegen habe ich mal gedacht, ich erzähle euch mal meine Meinung zum Thema dieser Impfungen. Ich bin nicht grundsätzlich... Ich erzählt, was Babette sagte. Habe ich doch gerade gesagt? Oh! Mhm. Doch, ich habe doch gerade gesagt, dass man, wenn man sich einmal impft, dass man es dann immer machen muss. Ach so, deine Entsetzen kamen. Ja, das ist ja auch noch. Okay. Ja, das ist okay, gut, dann nochmal. Also da hat mir Babette erzählt, dass man, wenn man sich einmal impfen muss, dann muss man das immer machen. War dir das jetzt sitzt genug? Ja, weil du ja. Also ich wollte euch jetzt erzählen, was so bei mir meine Gedanken zur Grippeimpfung und zur Impfung bei Corona, gegen Corona sind. Ich bin keine grundsätzliche Impfgegnerin, ich bin auch keine grundsätzliche Impfbefürworterin. Ich bin schlicht und ergreifend ein Mädchen mit einer furchtbaren Angst vor Spritzen. Panische Angst. Ich meine, ich habe so Angst vor Spritzen, dass ich schon mal einem Arzt, ohne Witz, ohne mein Hemd anzuziehen, aus dem Zimmer rausgerannt bin, als der die Spritze angebracht hat. Ich bin so spritzenphob, dass es gereicht hat, dass die Ärztin erwähnt hat, dass man mir Blut abnehmen muss, dass ich umgekippt bin. Aber ich sah dabei wohl wunderschön und elegant aus. Also ich bin wirklich, ich hab's Bewusstsein verloren bei dem Gedanken, als sie mir gesagt hat, wir müssen deine Weisheitszähne rausoperieren, ach ja, und dann brauchen wir vorher einen Blutattest und so weiter. Und dann, je mehr die gesagt hat, je schwindlicher ist mir geworden und dann hat es puff gemacht. Ja, und aus diesem Aspekt heraus möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, was ich davon halte, was meine Gedanken sind und was ich so als Pros und Kontras sehe. Aber wie ihr wisst, bin ich Elena Mac. Ich entscheide mich jede Woche anders. Ich meine, ich werde mir auch irgendwann jetzt in nächster Zeit eine Switch holen, obwohl ich vor weniger als 3 Monaten gesagt habe, das kommt mir auf keinen Fall ins Haus. Also, ihr wisst ja, bei mir ist alles immer nur eine Momentaufnahme. Aber ich teile jeden Moment mit euch und das finde ich wichtig, weil nur wenn ich meine Gedanken mit euch teile und meine Pros und Kontras und auch mal meine Umentscheidereien, seht ihr vielleicht anhand meiner Entscheidungen, könnt ihr für euch Entscheidungen treffen und habt Argumente. Klingt das jetzt doof? Mhm. Gut. Also auf jeden Fall, mein erstes Kontra gegen die Corona-Impfung ist, es ist eine Impfung. Gut, das war's, mein Video ist fertig, wir sehen uns dann. Nein, Scherz. Den wollte ich schon immer mal machen.
Nein, also mein erstes Kontra ist, wie gesagt, dass es eine Impfung ist. Und für eine Impfung braucht man eine Nadel. Und Nadeln und ich, nein, ist nicht so eine gute Sache. Mein erstes Pro hingegen ist, dass man natürlich dann einen Schutz hat. Mein zweites Kontra ist, dass ein Impfstoff immer auch Wirkstoffe drin hat und ich nicht weiß, wie mein Körper auf diese Wirkstoffe reagiert. Ich kann nicht sagen, ob mein Körper die gut aufnimmt. Und selbst wenn jetzt 10.000 Leute erzählen, es ist bei mir super gelaufen, ich hatte keine Nebenwirkungen, kann es immer noch sein, dass da irgendwas drin ist, gegen das ich zum Beispiel jetzt allergisch bin und ich dann da negativ drauf reagiere. Dann mein nächstes Pro ist natürlich, wenn ich mich impfen lasse und dadurch geimmunisiert bin, kann ich niemanden anstecken und bin somit eine kleinere Risikoquelle für die älteren Leute in der Bevölkerung. Mein nächstes Kontra hingegen ist, diese ganzen Wirkstoffe und alles, die sind ja dann im Körper drin. Und bis der Körper das verarbeitet hat, braucht es auch eine Weile. Und wir wissen jetzt noch nicht, ob es ein Lebend- oder ein Totimpfstoff wird. Und wenn es ein Lebendimpfstoff wird, dann kriege ich auch noch Fieber, Symptome und alles. Und mein Körper kämpft dann dagegen an. Aber wenn es ein Totimpfstoff wird, dann, also wenn dann, ist mir ein Lebendimpfstoff glaub lieber, oder? Okay. Ist ein Lebendimpfstoff besser als ein Tot oder ein Lebendimpfstoff? Kommt drauf an. Also ich habe mal vor Was kurzem. soll ich sagen? Also ich kann sagen, dass ich es besser fände, für mich persönlich, wenn mein Körper noch etwas gegen den Virus anarbeiten muss, weil wenn man sonst mal ein Jahr lang die Impfung aussetzt, könnte sein, dass man sich wieder ansteckt, weil der Körper ja an sich das nicht gewöhnt ist, gegen diesen Impfstoff also gegen diesen Virus anzukämpfen. Menschen mit Autoimmunerkrankungen dürfen auf keinen Fall Lebendimpfstoff. So, aber das nehme ich als nächstes Ding. Dann mein nächstes Pro ist natürlich, also wenn man sich impfen lässt und den Schutz hat, dann ist man auf jeden Fall immer auf einer sicheren Seite und kann theoretisch auch mit jemandem, der es hat, in Kontakt kommen, ohne dass man sich deswegen ansteckt. Mein nächstes Kontra ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung hat, wie MS, wie Lupus, wie Morbus Crohn, wie Morbus Bechterew. Das ist dann Rheuma, das ist dann mein Vater zum Beispiel. Oder jetzt fällt mir gerade keine weitere mehr ein. Habe ich Lupus schon? Ah, Dr. House, seine ewige Krankheit habe ich also schon. Ja, da war es immer, egal welche Folge, jeder hatte plötzlich erstmal Lupus. Das ist echt auffallend gewesen. Ja, und ALS, das gibt es ja auch noch, wenn man jetzt an die Eisbacken-Challenge denkt. Ja, und wenn man das alles mal bedenkt, dass Leute mit Autoimmunerkrankungen zum Beispiel keine Lebendimpfstoffe haben können, scheint es keine haben sollten, dann ist es ja anscheinend nicht unbedingt so gesund. Gibt mir zu denken, sag ich mal. Wenn Leute mit einem stärkeren oder schwächeren? Naja, eigentlich ist ja das Ding von diesen Autoimmunerkrankungen, dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Genau. Aber heißt es dann, dass das Immunsystem stärker ist oder schwächer? Ja, gute Frage. Ja, ne? Das ist mal eine Frage. Es sucht alles und bekämpft alles. Also es sucht alles und bekämpft alles. Also müsst ihr eigentlich stärker sein als unseres. Ja, trotzdem kriegt sie alles. Schnupfen und so. Ja. Interessant. Kann ich nicht beantworten. Dann bekämpfst du wahrscheinlich die falschen Erreger. Vermutlich. Tja, ich frage mal meinen Psychologen, weil der hat ja Medizin studiert, der kann mir da vielleicht eine Antwort mal drauf geben. Tja, Elena und ich frag mal und sag's euch dann und vergiss es dazwischen. Ja, also, egal. Auf jeden Fall, das ist dann wieder ein Kontra, wenn ich das bedenke. Ein weiteres Pro. Es ist halt ein Pieks und dann ist man sicherer. Mein nächstes Kontra. Es ist ein Pieks, den man erstmal schaffen muss. Mein nächstes Pro. Ich habe jetzt keins mehr. Es tut mir leid. Los.
In mir gehen die Pros aus. Aber ich habe noch ein paar Kontras und das ist das Ding. Deswegen habe ich mich dafür erstmal entschieden, dass ich es lasse. Nämlich mein nächstes Kontra wäre, selbst wenn ich dann diesen Impfschutz habe, weiß ich ja nicht, wie lange der hält. Also ich bin dann nicht für immer und ewig sicher. Ich bin dann halt für diesen Stamm sicher. Aber wenn sich das dann wieder mutiert oder wieder weiter irgendwie weitere Zusatzdinge dazukommen, dann bin ich wieder nicht mehr sicher. Und dann müsste ich mich ja wieder impfen lassen. Und das heißt, es ist nicht nur ein Pieks. Es ist für diesen Stamm ein Pieks. Aber die darauf folgenden Stämme brauche ich jedes Mal wieder einen Pieks. Dann auch noch so ein Kontra, das mir einfällt, ist, wenn man, also als ich klein war, hat meine Mutter mich mal impfen lassen im Sommer. Und der Impfstoff, der ist irgendwie nicht richtig verteilt, und hatte ich so einen Huppel am Hintern. Und das jetzt, also ich meine jetzt so, also das ist da. Es ist kein Witz, an meinem kleinen Hintern hatte ich so einen Huppel. Ja, und noch so ein Kontra, das mir einfällt, ist, heutzutage kann man sehr wenig Sachen nur noch im Po spritzen lassen, sondern muss sie sich immer in den Arm spritzen lassen. Und ich kann es schon nicht sehen, wenn diese Spritze auf mich zukommt. Allein da kriege Und ich. Aschbau, du könnt ja auch davon kommen. Ja, nee, das wollen wir jetzt mal nicht so, weil, weißt, das ist ja nicht bewiesen, dass Impfschäden und Autismus miteinander zu tun haben. Wobei ich ja bis heute überzeugt bin, mein biologischer Großvater väterlicherseits war autistisch. Und ich bin aber auch, als ich klein war, habe ich tausende Impfungen bekommen. Nicht von meinen Eltern, sondern die sind in Brasilien angefangen worden. Und mein Kinderarzt hat damals gesagt, wenn ich sie nicht beende, dann ist es für mich viel gefährlicher und auch viel sinnfreier. Also musste ich mich tausendmal impfen lassen. Vielleicht habe ich deswegen so eine Nadelphobie entwickelt. Wenn ich gerade so drüber nachdenke, ne? Könnte einen Kontext haben. Ja, und da ich autistisch bin, ich bin sozusagen, ich bin sowohl als auch das Beispiel. Ich bin das Beispiel für, es könnte von Impfschäden kommen, aber ich bin auch das Beispiel für, es könnte genetisch sein. Also, ich kann sagen, was ich will. Ich bin in diesem Punkt doppelt irgendwie. Ich bin irgendwie so, ist schon witzig, ich bin rein theoretisch der Beweis fürs Pro und Contra, ne? Gar nichts. Nee, ich bin echt so, bei mir weiß man, also bei mir könnte es alles und nichts ausgelöst haben. Faszinierend. Und du kein Beweis. ja deswegen sage ich ja, ich bin der Beweis dafür, dass es nichts miteinander zu tun haben muss. Naja, egal, da haben wir schon wieder dieses egal. Ja, was fällt mir noch für ein Kontra ein? Noch ein Kontra, das mir einfällt, ist natürlich immer, wenn meine Mutter hat mir gerade meinen tollen Running Gag versaut. Ich wollte nämlich gerade die Impfung und dann wollte ich einen auf Shining machen, aber das geht jetzt nicht mehr. Ja, also ich für meinen Teil, wenn ich jetzt mal rein von dieser Liste ausgehe, die ich jetzt gerade so für mich gebastelt habe, und dem Wissen, dass es nicht mit einmal gegessen ist, sondern dass es sich immer wieder wiederholen muss, würde ich heutigen Stands lieber die Krankheit einmal kriegen, selbst dagegen anarbeiten, meinen Körper dann wirklich es beibringen, dagegen was zu tun, um es dann sozusagen für mich also für mich zumindest auf eine sichere Art immunisiert zu sein. Sagt sie, aber wer weiß, ob ich zu einer Risikogruppe gehört und nichts davon weiß und dann einen schweren Verlauf habe. Man weiß es nie. Und es ist einfach so, und das ist mein Abschlusswort an dieser Stelle, es gibt keine Garantien. Es gibt keine Garantie, dass der Impfschutz für immer hält. Es gibt keine Garantie dafür, dass wenn man sich nicht impfen lässt, dass einem nie was passiert. Es gibt keine Garantie dafür, dass man es verträgt. Es gibt aber auch keine Garantie dafür, dass man es nicht verträgt. Es ist alles in allem immer eine individuelle Entscheidung. Und ich für meinen Teil, ich würde niemanden verurteilen, der sich dafür oder dagegen entscheidet, weil am Ende des Tages ist es immer noch dein Körper, deine Entscheidung. Und wenn wir sagen, jeder darf seine Entscheidungen treffen, der Mensch ist frei und die Würde des Menschen ist unantastbar, dann würde ich auch sagen, die Gesundheit und die Entscheidung zum eigenen Tun, die mündige Entscheidung zu sagen, ich will oder ich will nicht, die liegt auch nicht in der Hand der Massen oder in der Hand von allen, sondern die liegt in deiner Wahl. Weil jedes Leben ist kostbar. Selbst das von dem, der sagt, ich will mich nicht impfen lassen. Und? Und ich finde es eine Frechheit bis heute, dass der Schäuble gesagt hat, die Würde des Menschen ist zwar unantastbar, aber das Leben nicht. Weil das stimmt nicht. Das Leben und die Würde sind von allen Menschen unantastbar und sie sind gleich viel wert.
Und jetzt schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.ritual@outlook.com. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Tschüss. Und die Nachrichten sind hiermit beendet.